Eins, zwei, drei. Wir Kindergartenkinder, wir sind verrückt und froh und wünschen nur das eine, das Liebe immer so. Heidi, heida. Bis morgens in der Frühe, da werden wir geweckt. Und unsere lieben wir Kindergartenkinder, wir sind da. Wir essen unser Frühstück und trinken Milch dazu. Und laufen ganz gemütlich dem Kindergarten zu. Heidi, heida, heidi, heida. Wir Kindergartenkinder, wir sind da. Dort gibt es Spiel und Lieder und sonst der Freude viel. Und gehen wir auch so gerne zum Kindergarten hin. Heidi, heida, heidi, heida. Wir Kindergartenkinder, wir sind da. Und wenn bei uns ein Fest ist, dann geht es mächtig rund. Wir singen viele Lieder, geschmückt ist alles bunt. Heidi, heida, heidi, heida. Wir Kindergartenkinder, wir sind da. Nehmen wir Nikolaus. Wenn vom Kirchturm runter die Glocke zwölfmal schlägt, dann freuen sich alle Kinder, als es nach Hause geht. Heidi, heida, heidi, heida. Wir Kindergartenkinder, wir sind da. Wer überall schon war und heute nochmal kommt, und der kommt durch den Tannenwald. Können die das alleine? Okay. Aber langsam. Okay. Durch den Tannenwald in der Weihnachtszeit geht ein Mann uralt, ob er stürmt oder schneit. Er legt ein Bäumchen ab, er trägt sie hochgepackt in die Stadt hinein, brav ein Kind ins Haus. Durch den Tannenwald in der Weihnachtszeit geht ein Mann uralt, ob es stürmt oder schneit. Er ist ein guter Knecht, er macht es allen recht. Und dem Wald dort raus hat er weg! Oh, laut! Bravo! Und wenn der Tag dann da ist, wenn der Nikolaus kommt, da gibt es dann auch ein schönes Lied. Ich höre ihn. Wer andere darf mal bis 3 zählen. 1, 2, 3. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn vor dem Haus. Er spannt den Schlitten aus. Und mit Klingelingeling und mit Schnauf, Schnauf, Schnauf und mit Polter, Polter, Polter schon die Treppe rauf. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn vor dem Haus. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn klar vor mir. Da steht er, da steht er, St. Nikolaus ist hier. Und mit Klingelingeling und mit Schnapp, Schnapp, Schnapp und mit Polter, Polter, Polter leert den Sack heraus. Ich seh ihn, ich seh ihn, St. Nikolaus ist hier. War im ganzen Land bekannt, sie leuchtet nachts im Dunkeln, heller noch als jeder Stern. Trotzdem war Rudolf traurig, denn nicht einer hat ihn gern. Dann an einem Nebeltag kam der Weihnachtsmann. Rudolf, zeige mir den Weg, führ den Schlitten sicher an. Hat er viele Freunde, überall ist er beliebt, weil es nur einen Rudolf mit einer roten Nase gibt. Ja? Und damit wäre dann unser Vortrag auch beendet. Ach ja, Naina, du kannst mal mitmachen. So, wen hatten wir denn noch? Christian, magst du bis 13? Noch ein Brötchen, aber ich habe voll am Ketchup. Klingelöckchen, klingelingeling, klingelöckchen, kling. Lass mich ein, ihr Kind.
Wir haben schon gemerkt, diesen Weihnachtsmarkt, den haben wir dieses Jahr nicht allein gestaltet vom Vorstand. Wir wollten es gerne mit allen zusammen machen, die hier gerne da mitmachen wollen. Und ganz besonderen Dank jetzt dem Kindergarten, dass sie den so schön eröffnet haben. Für Kindergartenkinder haben wir hier so ein kleines Büchlein mitgebracht, wo man vier Spuren im Schnee suchen kann, wenn jetzt Schnee ist. Da wir das von jedem, wenn das austeilen wollen, jedes Kind darf eins haben. Ja, und wir haben es also zusammen veranstaltet, dann auch mit der Schule. Die Schule kommt als nächstes, wobei als übernächstes und mit den örtlichen Vereinen. Da möchte ich ganz besonders der Familie Heidel danken und vor allen Dingen aber auch mit der Gemeinde Vöhl. Und da darf ich jetzt, Herr Stadler hat mich vorbereitet, darf ich den Oberbürgermeister der Gemeinde Vöhl, Herrn Matthias Stabbert, nach vorne bitten, der hier ein paar Worte an Sie richten möchte. Ja, meine Damen und Herren, liebe Besucher, Besucherinnen des Weihnachtsmarktes hier in Vöhl. Schönen Dank, dass Sie mich gefördert haben. Dr. Hütte, ich bin immer noch ganz einfacher Bürgermeister, kein Oberbürgermeister. Und ich möchte auch, dass das so bleibt in Zukunft. Ich darf Sie alle begrüßen zu diesem schönen, kleinen, feinen Weihnachtsmarkt in dieser wunderbaren Kulisse hier im Hof des Forstamtes. Ja, Teil des historischen Kernes von Vöhl. Ich glaube, damit haben wir die richtige Kulisse für das Event, für diesen Weihnachtsmarkt heute gefunden. Es würde noch ein bisschen Schnee fehlen, aber ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen drauf verzichten, gehe ich mal von aus. Ja, Weihnachten ist das Fest, wo man für viel Geld Dinge kauft, die man sich selber nicht leisten kann, um sie anderen zu schenken, hat mal jemand gesagt, so sinngemäß. Ich glaube, Sie finden hier heute auf diesem Weihnachtsmarkt Dinge, die Sie sich leisten können und die Sie trotzdem verschenken können, um anderen eine Freude zu machen, eine kleine Freude, denn Weihnachten ist ja nicht nur das Fest der Geschenke, sondern soll in erster Linie auch dazu dienen, weil er will nicht das Jahr ausklingen zu lassen, runterzukommen, für die Familie da zu sein, für die Familie um sich zu scharen, um ein paar schöne Stunden zu haben und eigentlich den Sinn des Festes Weihnachten, die Geburt des Herrn zu feiern und sich zu verinnerlichen und zu vergegenwärtigen. Ich wünsche allen, die hier teilnehmen, als Marktgeschicker, so würde ich mal sagen, ja, die Umsätze, die sich gebühren, damit dieser Weihnachtsmarkt ein Erfolg ist, nicht nur für die Gemeinde, nicht nur für das Forstamt, nicht nur für Sie als Besucher, sondern auch für diejenigen, die sich die Zeit nehmen, um Sie hier mit Ihrem Angebot ja, zu bereichern. Ich möchte es damit auch bewenden lassen und möchte zum Abschluss, und das passt so ein wenig in das Thema Familie und Weihnachten, mit einem Zitat von Woody Allen enden. Der hat einmal gesagt, es ist das siebte Jahr, dass meine Schwiegermutter uns jetzt zu Weihnachten besucht. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, dieses Jahr lassen wir sie auch rein. In diesem schönen Sinne, einen schönen Tag. Singen Lieder im Advent
und ein jeder kann es sehen, dass die zweite Kerze brennt. Kleines Licht bist du auch winzig, leuchte in die Welt hinein. Schenke Frieden, Wärme, Hoffnung, niemand soll alleine sein. Wieder kommen wir zusammen, singen Lieder im Advent. Und ein jeder kann es sehen, dass die dritte Kerze brennt. Kleines Licht bist du auch winzig, leuchte in die Welt hinein. Schenke Frieden, Wärme, Hoffnung, niemand soll alleine sein. Wieder kommen wir zusammen, singen Lieder im Advent. Und ein jeder kann es sehen, dass die vierte Kerze brennt. Leute, schnell, hey! Dingeling, 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 dingeling. Und geht auch mal der große Zeh, dass du so verhandelt bist. Ja! Dingeling, dingeling, das ist dein Zeh. Komm mal raus, mit dem Pfand, komm mal so schnell. Hey, dingeling, dingeling, das ist dein Zeh. Mit den Schlitten fahren wir durch die weiße Wunderwelt. Dann kann ich sofort meinen Werbeblock für die Pizzawache nehmen. Ich glaube, die essen das ganze Tier. Die essen das ganze Tier. Also natürlich. Also nicht gerade ein Fuchs oder so, aber. Ja, ein Fuchs würde die oder Wildkatze, ne? Ja, aber die essen das ganze Tier. Soll der mal gucken oder was? Ist schon gut. Die müssen mal pfeifen oder irgendwie laut sind. Drei, vier.
Welcher Stand das war. Ja, das wäre nicht verkehrt. Ne? Mal schön Lamm probieren, Lammfilet. Wunderbar. Sehr gut. Schön mit Kräuterbutter machen wir. Schön Salz, Pfeffer. Ja, mach. Ja? Einmal? Ja. Einmal Lamm? Ja, komm. Ich sagte, das schmeckt nicht. Was? Was wäre denn passiert, wenn du gesagt hast, das schmeckt nicht? Hätte ich nicht den Stand abgebaut. Sie kriegen das Lamm nicht? Ich mache mal gerne noch. Ja, klar. Schönes Steak, ne? Jetzt habt ihr eure Dings geklaut, jetzt spielt ihr wieder da. Ketchup oder was? Gar nicht. Oder ein bisschen Kräuter? Das ist auch Schwein, ja. Und die kleinen? Ja, die haben so die Lammfilet. Alles Schwein und da machen wir Lappen. Und jetzt noch der Satz regionale Produkte. Das ist alles rausmachen. Ein Lamm? Und machst du noch ein Lamm? Zwei? Ja, eins habe ich ja schon. Thank you.
zusammenschneiden, dass man noch so ein paar, paar Dinger hat. Und das im Internet heute Abend schon zu sehen? Nee, heute Abend. Leckere Waffen gab's am Stand des Sportvereins für die Damen, der Sportler, die eine Spezialität, die Pizzawaffeln, heiß begehrt. Ja, dann geht's auch. Dann habt ihr ja. Wenn die Waffeleisen jetzt als Loch gehen, ne? Ja.